Alpenbriefträger. Herbst. Wichtige Vorbereitungen. Die Lärchen tragen schon gelbe Nadeln oder haben sie sogar schon ganz fallen. Daneben stehen Arfen, die das ganze Jahr über ihre grünen Nadeln tragen. Die Heidelbeersträucher haben sich rot verfärbt und das Alpengras zwischen den grauen Felsblöcken ist strohig geworden. Das Licht der Sonne ist sanft und nicht mehr so stark. Pippa fliegt durch die Luft und bewundert die schönen Herbstfarben. Die Luft ist kalt geworden. Pippa hat inzwischen schon viele Nachrichten mit ihrem Vater, dem Alpenbriefträger, verteilt und lehrt jeden Tag Neues dazu. Jetzt wird es langsam dunkel und die Alpenkrähe richtet sich für die Nacht ein. Pippa macht sich's gemütlich neben ihrem Vater und lässt die Nacht rein. Da hört sie durch die Stille mehrere hohe Schreie, die aus dem tiefer gelegenen Wald kommen. Wer ist denn das echt? Kurz darauf sieht Pippa neben sich auf dem Felsen einen dunklen Schatten landen. Ein dunkler Schatten mit Federn und grossen Augen. Pippa verschrickt. Sie hat keinen Ton gehört. Wow! Briefträger, Chiron und Pippa, aufwachen. Ich habe eine Nachricht für euch. Chiron und Pippa sind sofort hellwach. Gute Nacht, Raufußkutz. Was führt dich zu uns? Sagte Chiron. Pippa staunet. Das ist also ein Raufußkutz. Es ist ein nachtaktiver Vogel. Wegen dem hat Pippa ihn auch noch nie gesehen. Ich habe gerade eine leckere Maus gefressen und will am Bergbach ein Bad nehmen. Ich bade nämlich sehr gern. Da höre ich neben dem Bach eine Schlange rascheln. Das höre ich nicht viel, weil die meistens nur am Tag unterwegs sind. Wegen dem hat es mich gewundert. Sie hat sich nur ein wenig bewegt. Sie sieht wahrscheinlich schon ihre Winterruhe halten. Und zudem lungert dort umeinander auch ein viel zu dünnes Murmeltier rum. Das überlebt der Winter nicht mit so wenig Speck auf der Rippe. Könnt ihr euch darum kümmern? Huchentüle. Aber klar, sobald es hell wird, fliegen wir los. Vielen Dank für den Hinweis, Raufußkutz. Antwortete Chiron. Ohne ein weiteres Wort ist der Raufußkutz so lautlos verschwunden, wie er gekommen ist. Wieso haben wir den Raufußkutz nicht gehört kommen? Wundert sich Pippa ein bisschen verschlafen. Eulen haben besondere Federn. Sie sehen am Rand ein bisschen verfetzt aus, aber deswegen kann man die Eulen nicht hören, wenn sie fliegen, erklärte Chiron. Aber der Raufußkutz gehört anscheinend sehr gut, wenn er sogar eine Schlange hört rascheln. Pippa hat schon wieder tausend Fragen. Das stimmt. Eulen hören sehr gut. Und Raufußkutz höre ich ganz besonders gut. Der Chiron steckt den Schnabel ins Gefieder. Jetzt schlaf aber. Wir fliegen beim ersten Lichtstrahl los. Pippa ist viel zu aufgeregt. Trotzdem steckt sie auch den Schnabel ins Gefieder. Wenn doch bloß schon morgen wär. Pippa, Pippa, wach auf, du Schlafmütze, flüsterte Chiron in der Pippa aufdringlich ins Ohr. Oha, jetzt bin ich doch noch eingeschlafen, murmelte Pippa und zusammen fliegen sie los. Nach kurzem Flug entdecken sie tatsächlich eine Schlange neben dem Bach liegen. Sie ist braun mit einem schönen Zickzackmuster. Das ist ein Aspisviper. Wir müssen sie auf einen sonnigen Stein tragen, damit sie sich aufwärmen kann. Reptilien wie sie sind nämlich immer nur so warm wie die Umgebung. Jetzt ist die Luft so kalt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann, erklärte Chiron. Wird gemacht, sagt Pippa eifrig und fliegt schon auf die Schlange zu. Halt, Pippa, halt! Rief der Vater.
Aspisviperen sind giftig. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Pippa fliegt verschrocken zum Chirono zurück. Zusammen landet sie in einiger Entfernung zu der Schlange am Boden. Aspisviper, verschreckt nicht. Wir sind Alpenbriefträger und haben erfahren, dass du es wahrscheinlich verpasst hast, für die Winterstarre ins Versteck zu gehen. Wir tragen dich jetzt auf einen Stein, damit du dich wieder aufwärmen und bewegen kannst. Die Schlange bewegt sich nicht, aber ihre Augen rollen zum Zeichen, dass sie verstanden hat. Sie scheint noch jung zu sein. Wahrscheinlich ist der kommende Winter ihre erste. Gemeinsam packen Pippa und der Chirono die Aspisviperen und tragen sie zum nächsten sonnigen Felsen. Schon kurze Zeit später bewegt sie sich. Sie bedankt sich fest und macht sich auf den Weg in ihr unterirdisches Versteck, wo etwa 8 bis 10 cm unter dem Boden ist, um dort zu überwintern. In etwa 5 Monaten, etwa Mitte März, wird sie dann wieder rauskommen. «Was mache ich dir da?» höre Pippa und Chirono da eine Stimme. Sie kommt vom Murmeltier, das ziemlich dünn aussieht. «Wir haben gerade einer Aspisviper geholfen. Sie hat es verpasst, ihr ein Versteck zu gehen für die Winterstarre», erklärt Pippa. «Und dich haben wir auch gesucht. Du bist viel zu dünn. Du setzt jetzt schleunigst so viel Gräser und Kräuter, Früchte, Samen und Insekten essen, wie du nur kannst. Bald kommt der erste Schnee. Dann musst du etwa 7 Monate Winterschlaf halten. Für das brauchst du ein bisschen Fettreserve», sagt der Chirono. «Oh, vielen Dank, dass ihr mich daran erinnert. Das habe ich vor lauter Träumen und Nachdenken ganz vergessen», sagt das Murmeltier verschrocken und fährt sofort an zu essen. Da kommen hier schon die anderen Murmeltiere der Kolonie, reiben die Nase und stecken die Köpfe zusammen, so wie sie es immer machen zur Begrüßung. Sie zeigen dem kleinen Träumer, wo es die nahrhaftesten Gräser und die dicksten Matten gibt, damit er noch genug Fett ansetzen kann. «Ob er es echt schafft?» fragt Pippa und schaut dem lustigen Alpenmurmeltier hinten nach. «Wir können es hoffen. Zumindest hat er eine Familie, die gut zu ihm schaut.» «Jetzt habe ich aber auch Hunger. Zwar brauche ich mir keinen Winterspeck, aber es zu morgen wäre jetzt schon langsam an der Zeit», sagt Pippa. «Du hast recht. Komm, wir schauen, ob wir ein paar Beeren und Getreidesamen finden, jetzt, wo es fast keine Insekten mehr hat.» Gemeinsam setzen sie sich unter einen Schwarzton und lassen sich die Schlehe schmücken. Was für ein spannender Tagesanfang!